Christian, bevor wir ans Eingemachte gehen, erstmal natürlich, auch wenn es ein paar Tage her ist, die herzlichste Gratulation zum Olympiasieg. Dankeschön. Hast du es denn schon alles verarbeitet? Gar keine Zeit, weil du bist ja gerade schon wieder unterwegs gewesen, eben mal kurz Platz 2 in London. Also keine Atempause für einen Olympiasieger. Nee, also tatsächlich so ans richtige Verarbeiten, da hat noch ein bisschen die Zeit gefehlt. Aber natürlich sind da, oder sag ich mal, werden die Momente mehr und mehr, indem man da wirklich realisiert, was eigentlich passiert ist letzte Woche. Wie oft hast du dich selber gezwickt und hast gedacht, das kann halt nicht wahr sein, das ist doch ein Traum, aber es ist Realität. Ja, nee, also das Zwicken musste nicht sein, aber natürlich sind da immer wieder Momente, wo man denkt, wow, was geht hier gerade ab? Das ist ja ein krasser Film, der hier so gerade abläuft. Aber das ist ja auch irgendwie schön. Spürt man eigentlich sowas als Sportler, dass es ein besonderer Tag wird, als du aufgestanden bist? Hast du gemerkt, heute passiert was oder ist es eigentlich ein ganz normaler Tag gewesen? Nee, also ich grundsätzlich hilft das natürlich immer, wenn du ein gutes Gefühl hast am Morgen, wenn du aufstehst und aber auch generell über die Tage davor ein gutes Gefühl schon gehabt hast, vor allem ja mit deinem Pferd zusammen. Das hilft auf jeden Fall, aber jetzt grundsätzlich, dass du sagen kannst, du stehst morgens auf und hast das Gefühl, weil du dich heute so und so fühlst, gewinnst du oder ist was möglich? Nee, möglich ist immer was. Aber ein gutes Gefühl schadet auf jeden Fall nicht. Wie oft hast du denn vor Paris dran gedacht, dass du möglicherweise Olympiasieger werden kannst? Boah, also ich habe schon dran gedacht, dass wir eine große Chance haben, Olympiasieger mit dem Team zu werden, im Teamwettbewerb. Aber Einzel-Olympiasieger zu werden, da ehrlich gesagt habe ich nicht so viele Gedanken dran verschwendet. Ja, das ist halt bei uns wirklich ja sehr, sehr schwierig. Wir an einem richtigen Tag mit dem Format, was wir im Moment haben, können 20 von den 30 Startern da gewinnen, ohne Frage. Und deswegen war das für mich so einfach ja nicht so präsent in meinen Gedanken, sage ich mal, wie das Team. Das Team war ja auch vorab als erstes und für mich war das Einzel immer so ein bisschen on top. Also die Kirsche auf der Sahnetorte, das war dann tatsächlich ja am Ende so. Aber das jetzt vorher wirklich im Gefühl zu haben, ist schwierig. Erinnerst du dich noch an den Moment, wo du zum ersten Mal für dich, wo es für dich bewusst wurde, ey, Mann, ey, ich kann ja hier Gold holen? Ja, das war natürlich nach der Nullrunde im Umlauf. Da wusste ich ja, dass ich im Stechen bin und um die Medaillen mitkämpfen werde. Und dass ich da gute Chancen haben könnte, das war mir schon bewusst, weil Checker und ich, wir haben schon zwei große Preise gewonnen dieses Jahr, und können da, also ich sag mal, in schnellen Stechen durchaus mithalten. Das war mir klar. Und nach der Nullrunde im Umlauf war mir eigentlich auch schon bewusst, dass jetzt nicht so viele den Parcours Null absolvieren werden und das. Ja, ich sag mal, dass auf jeden Fall eine Medaille nicht mehr in weiter Ferne ist. Aber bist du dieses Stechen so angegangen wie jedes Stechen im großen Preis? Ja, im Grunde schon. Da gibt es eigentlich, also wir müssen das ja am Ende wie ein normales Springen sehen, dass sobald du anfängst, dir jetzt da zu groß den Olympiagedanken reinkommen zu lassen, dann können die Nerven da auch irgendwann mal ein bisschen ins Spiel kommen und das habe ich aber eigentlich immer schon ganz gut im Griff gehabt und habe das nicht wirklich auf mich wirken lassen, sondern für mich gibt es dann wirklich nur den Parcours, mein Pferd und mich. Und ich versuche das Beste in dem Moment zu machen. Und ich bin das angegangen, wie jedes andere Stechen auch. Als Erster ist natürlich immer sehr undankbar anzufangen, aber ich hatte ja nichts zu verlieren. Und deswegen gab es für mich nur Angriff ist die beste Verteidigung und meine anderen beiden Konkurrenten da unter Druck setzen, dass denen vielleicht ein Fehler unterläuft. Und wie ist das so, wenn man dann da an der Seite steht und den Konkurrenten zuschaut und man denkt, ja, könntest du durchaus mal einen Fehler machen, weil dann habe ich eine Medaille sicher. Dann ist es irgendwie Ja. toll. Wie denkt man da so? Zugucken ist immer
ist, finde ich, immer schlimmer, als selber zu reiten. Dann, klar, guckst dann dazu, hast Hoffnungen, die werden dann vielleicht mal enttäuscht, in diesem Fall natürlich nicht, aber es ist dann ja schon eine gewisse emotionale Anspannung dabei, wenn du da zuguckst, die dann in dem Moment, wo klar war, ich habe jetzt tatsächlich die Goldmedaille gewonnen, komplett von dir abfällt. Also deswegen grundsätzlich reite ich lieber, als dass ich jetzt zugucke. Führt ein Pferd eigentlich auch so einen besonderen Wettbewerb, dass es da um mehr geht als ein herkömmliches Turnier? Ja, doch, also da bin ich von überzeugt, dass die Pferde das schon merken. Es kriegt ein Pferd, glaube ich, keine Goldmedaille. Was kriegt eigentlich ein Pferd? Du hast eine Goldmedaille, kriegt ein Pferd da auch irgendwie was für einen Stall? Keine Ahnung. Checker hat, glaube ich, auf jeden Fall Möhren und Äpfelvorrat lebenslang, würde ich mal sagen. Leckerlis in allen Variationen. Also der hat schon auch gemerkt, dass er da was ganz Besonderes gemacht hat. Was bedeutet das für dich, jetzt Olympiasieger zu sein? Was glaubst du, was sich für dich ändert? Das ist Olympiasieger ist man ja immer. Wenn wir uns in 30 Jahren hoffentlich nochmal unterhalten, dann bist du immer noch Olympiasieger. Genau. Ja, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist auf jeden Fall eine ganz andere geworden. Ich glaube, mein Instagram-Kanal, der ist über Nacht von 12.000 auf 32.000 Follower knapp geschossen. Jeder Mensch, dem du begegnest, der kennt dein Gesicht jetzt und gratuliert dir beim Bäcker, an der Tankstelle, im Supermarkt, egal wo. Das ist mir tatsächlich jetzt erst so richtig bewusst geworden, was das eigentlich für eine Aufmerksamkeit auf sich zieht, so Olympiasieger zu werden. Und das wird sicherlich noch ein Stück weit so bleiben. Wie wir jetzt miteinander sprechen, ist es gefühlt jeden Tag jemand, der mit mir sprechen möchte, ein Interview, ein Foto. Also ja, man ist eine gefragte Person. Das wird sicherlich ein bisschen weniger dann wieder, wenn der erste Hype weg ist, aber trotzdem wird man bei den Menschen immer als Olympiasieger im Gedächtnis bleiben, ja. Zumal es auch 28 Jahre her ist, als zum letzten Mal Gold war. Das heißt, du bist dann einer der wenigen. Das ist halt so für dein ewiges Genau. Leben. Genau. Wie war sonst Paris für dich, Olympia für dich? Man, die Location, wo ihr gesprungen seid, das war natürlich auch schon mal sehr extravagant, auch sicherlich ein Erlebnis. Was hast du sonst mitgenommen für dich, mal weg vom Sport? Ah, das waren ganz, ehrlich gesagt, ganz besondere, was hatten wir am Ende? 8, 9 Tage, die wir da waren. Na klar, hatten wir eine unglaubliche Kulisse. Wir hatten hervorragendes Wetter. Es war jeden Tag ausverkauft. Es war eine unglaubliche Stimmung im Stadion, in der Stadt Versailles. Wenn man abends das Essen gegangen ist, sind die ganzen Fans, in ihren Ländertrikots, und Länderfarben rumgelaufen. Alle waren gut gelaunt, alle waren positiv miteinander. Man hat das Gefühl gehabt, wirklich alle haben Spaß, und genießen die Olympischen Spiele da, in Paris. Also es war tatsächlich rundum für mich mehr als gelungene Olympische Spiele mit natürlich einem ganz besonderen, Beigeschmack, dass ich meine engsten Freunde und meine engste Familie bei mir hatte. Ja, umso schöner. Hattest du die Möglichkeiten, auch andere Sportarten zu sehen, andere Sportler kennenzulernen? Ja, ich habe das Herrentennis-Einzelfinale gesehen. Djokovic gegen Alcaraz war ein unfassbares Match und ein geiles Event, muss ich wirklich sagen. Also ich war fasziniert von dem Niveau, das die beiden da abgeliefert haben. Das war echt irre. Und abends im Deutschen Haus nach meiner Goldmedaille, da hat dann quasi jeder Medaillengewinner hat einen Medal Walk und den hatte ich auch und danach gibt es dann noch einen kleinen Umtrunk und da triffst du natürlich dann den einen oder anderen Sportler. Wahnsinn. Es gibt viele, die nach Olympia in so ein Loch fallen, weil das war das Ziel, es zu erreichen, dann ist Olympia zu Ende und die werden dann, man nennt es glaube ich auch sogar postolympische Depression. Ja. Wie ist es bei dir? Du hast aber was erreicht. Im Prinzip könntest du jetzt ja die Füße hochlegen und sagen, ey, ich bin Olympiasieger, was wollt ihr noch? Oder wenn man solche Titel gewinnt, wird man dann noch hungriger auf mehr Titel. Wie ist es bei dir? Also Gott sei Dank ist dieses Loch bislang noch nicht eingetreten. Habe jetzt momentan noch nicht das Gefühl, dass das in absehbarer Zeit so kommen wird. Ich war am Wochenende ja schon wieder in London auf dem nächsten Turnier. Also der Alltag ist
noch nicht ganz wieder da, aber am Wochenende ist schon wieder Wettkampfroutine. Und die nächsten Ziele sind gesteckt. Also deswegen, dass ich jetzt irgendwie daran denke, boah, was nun und aufhören, der Gedanke spielt keine Rolle. Ist der Olympiasieger Paris als Titelverteidiger eigentlich auch schon qualifiziert für LA? Ich weiß es gar nicht, was. Nee, da spielen ja bei uns auch eine Menge Faktoren eine Rolle. Man muss ja auch wieder ein passendes Pferd haben, in dem Moment, das dafür in Frage kommt. Also da muss man sich wieder neu für qualifizieren. Aber du hast Bock gekriegt auf Olympia, ne? Tokio war nicht ganz so glücklich, Paris war überragend. Tja, was Kann kannst gerne so weitergehen. du? Was sind deine nächsten Ziele? Willst du denn auch mal ein bisschen durchatmen? Aber ihr habt, glaube ich, ja, Falkenswart, Rom, Rabat, November ist das Finale in Riyadh, da willst du ja hin. Ihr seid ja auch irgendwie ein Ganzjahressport, ne? Ihr habt ja eigentlich kaum Pause. Nee, genau, wir haben wenig bis gar nicht Pause. Na klar, versuchen wir das immer mit den Pferden dann zu variieren. Also Checker, der hat jetzt ein bisschen Urlaub. Die anderen Pferde hatten jetzt quasi in Checkers Hochzeiten ein bisschen Urlaub, die gehen jetzt wieder. Also da wird natürlich schon drauf geachtet. Aber wir selber jetzt als Sportler haben eigentlich keine richtig freie Zeit. Die Highlights hast du gerade im Grunde eigentlich alle genannt, die jetzt anstehen. Und trotzdem habe ich dann tatsächlich im September aber einmal 3 Wochenenden kein Turnier und da geht es dann eine Woche nach Italien in den Urlaub. Das hast du dir auf jeden Fall verdient. Du hast die schönste, den schönstes, das schönste Souvenir überhaupt, die Goldmedaille. Hast du dir sonst irgendwas aus Paris mitgenommen? Irgendwie so ein Souvenir, wo du sagst, das sind für mich die Erinnerungen, die dann immer bleiben? Nee, das ist tatsächlich die Goldmedaille. Eine doofe Frage. Christian, danke für deine Zeit. Viel Erfolg Sehr weiterhin. gerne. War mir eine Ehre, mit dem Olympiasieger zu reden. Bleib so, wie du bist. Ich glaube aber, da machen wir uns keine Sorgen. Ne? Schön auf dem Boden bleiben, aber du bist irgendwie. Geht genauso weiter. Geht genauso weiter und immer weiter. Und Grüße an Checker. Gebe ich weiter. Danke dir. Alles Gute. Bis bald mal. Danke, Olli. Bis bald. Ciao.